Und herzlich willkommen. Wir spielen eine Runde mit unserem Kriegerdeck heute ausnahmsweise mal wieder. Ja, ihr seht, ich habe nichts dran großartig geändert. Wir haben immer noch unsere zwei Legendaries drin. Kein Bluthoof und einen schwarzen Ritter. Schwarzen Ritter einfach um Tanks, Sticks schön wegzumauen. Und zusätzlich noch den Manipulator, damit wir eine schöne Karte, egal von uns oder von ihm. Eure Seele wird mir gehören. Kopieren Sieg können. Oder Tod. So, unsere Starthand sieht mal gar nicht so toll aus, deswegen lasse ich ihn mal drin. Okay, das ist natürlich praktisch, wenn er jetzt irgendwelchen Mörderkack oder irgendeinen Zoo spielt. Aber schauen wir mal, was kommt. Er wird wahrscheinlich seinen blauen. Das ist immer der blaue Bälle. Ja, dann nutzen wir das Ganze einfach mal, um mal die Karte noch zu ziehen. Das war's. Okay. Was macht er jetzt? Spielt er noch einen Diener aus? Komm, irgendwas Schönes. Nein, er kriegt erstmal ein bisschen Schaden. Und macht nichts. Okay, wir haben einen schönen Damage-Dealer. Icewind Yeti, also ist immer noch echt klasse. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay, hier haben wir 5 Schaden liegen. Möglichkeit 1 ist, wir ärgern ihn ein bisschen und provozieren, dass er beide wegnimmt. Ach, wir können beide wegnehmen, auch so. Einmal 40, zweimal 31 zu 28. Gut gespielt. Was war da dran? Danke. Was war da dran? Toll gespielt, also. Das war eine Karte, die ich da hatte. Okay. Er scheint nicht so die schönen Möglichkeiten zu haben. Weil, ja, ihn jetzt direkt ausspielen. Sie brauchen wir noch nicht, deswegen machen wir jetzt unseren Yeti-Spaß oder... Na, wir spielen ihn. Wir lassen ihn erstmal. Er sollte eigentlich überleben, weil weltliche Ängste... Er müsste 2 Karten ausspielen, um ihn wegzumhauen. Das ist unwahrscheinlich. Oder er opfert eine große Karte und er opfert 2 Karten. Also natürlich. So, spielt er noch was? Na? Nee, er zieht lieber noch eine Karte. Hat jemand den Arzt? Und spielt einen kleinen Hildo-Doktor. Okay. Tja, ich denke, das ist... Oh, komm. Frei. Ich denke, wir spielen jetzt Yeti in... Ach, der ist zu schade. Yeti und geben uns noch ein bisschen ein Schild. So. Schauen wir, was kommt. Was macht er Schönes? Raman Boy. Euer Tod wird mir ein Vergnügen sein. Ah, okay. Kann er spielen? Das war natürlich... Uiuiuiui. Gut. Dann müssen wir hier ein bisschen aufräumen jetzt. Ist aber kein Problem. Wir haben ja die beiden Freunde hier.
Er vernichtet seinen Sechser? What? Okay. Muss ich nicht kapieren, aber war es ihm zu heiß oder keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal seinen Tank weg und spielen noch einen Feendrachen, gegen den er eigentlich nichts direkt machen kann. Wieso? Das muss ich mir nachher nochmal angucken. Also, wir wissen jetzt noch nicht, welche Karten er hat, aber warum ist ihm das Kartenziehen 6 Schaden in dem Fall wert? Ja, würde ich nicht kapieren. So viele Möglichkeiten. Er hat zwar viele Möglichkeiten, aber du hast dir einen Mana-Kristall zerstört. Okay, hier haben wir einen mit Verstohlenheit. Wir warten einfach mal, dass er uns jetzt angreift. Geben ihm noch nichts. Ich überlege gerade, ob ich... Ja, wir kriegen jetzt halt 7 Schaden reinkaut. Aber das müssen wir in dem Lass Fall eingehen. Wir haben ja auch noch schön. So. Außerdem sieht er ja den ekligen Feendrachen und er sieht ihn hier, den Kartenzieher. Und er weiß nicht, ob wir ihn hinrichten haben, beziehungsweise hier hat er natürlich unsere Fünferwaffe gesehen. Das heißt, er kann jetzt zwar 14 Schaden nochmal ein. Ein Schuss, ein Treffer. Okay, das ist natürlich eine extrem eklige Kombination. Ich habe keine direkte... Wir ziehen erstmal eine Karte. Vierer Angriff, das ist schön. Okay, perfekt. Für den Kriegshäuptling! Für Heilschrei! Dann können wir uns nochmal extra Schild draufhauen. Und der hier geht ins Gesicht. Puh. Jetzt hoffen, dass er keinen Us hat. Ich würde eigentlich noch gern meine Piratin haben. Da liegen nochmal 4 Schaden jetzt von ihm. Und auch ein Feendrache von ihm. Okay, seine Deckung ist offen. Schauen wir mal, was machen wir denn Schönes? Ich würde sagen, wir schauen erstmal, ob hier... Ja. Ob wir hier irgendwas Schönes bekommen? Natürlich nicht. Dann entfernen wir seinen 7er als Hauptbedrohung. Dann entfernen wir den Yeti. So. Dann spielen wir. Wir spielen King. Bane. Whatever. Was jetzt? Ich muss mich entscheiden. Verzeih nicht. Und die Erdenmutter ist nah. Okay. Also den können wir jetzt auch mit der nächsten Runde zur Not mit einer kleinen Waffe weghauen. Indem wir zum Beispiel sie spielen.
Und ich frage mich, ob... Die Augen der Erdenmutter sind auf uns gerichtet. Es wäre natürlich schöner gewesen, hätte er ihn. Okay, er will alles abräumen. Das ist natürlich für mich jetzt praktisch, das war jetzt ein sehr, sehr teurer Zug von ihm. Was für uns bedeutet, wir können jetzt hier ein bisschen... Versuch das hier mit! Ein bisschen was wieder reinlegen, wir können uns ein bisschen heilen, sind wieder auf 19 und machen ihn ein bisschen auf. So. 19 zu 19, ich habe eine Karte mehr als er und einen leichten Bord-Vorteil. Spannend. So, komm, spiel irgendwas Schönes. So viele Möglichkeiten. Was heißt so viele Möglichkeiten? Du hast kaum mehr und das Spiel zieht sich gerade ewig hin. So, komm, Hippa. So viele Möglichkeiten. Doch er hat keine. So, wir warten immer noch aufs Christkind. Na, ich frage mich, ob... Oh. Und was legt macht diesen er? Apfel auf euren Kopf! Blöd für ihn. Den können wir jetzt aktuell durch ihn hier jetzt einfach weghauen und hätten immer noch einen zweiten. Beziehungsweise ich habe hier auch noch meine Zweierwaffe. So, aber ich glaube, ich würde eher mit dem Onkel-Golem draufgehen. Und macht er noch was? Okay, er räumt das komplette Feld auf. Das ist natürlich sehr, sehr schön, weil wir dadurch jetzt unseren Sackerchen spielen können. Ach, wir müssen hier noch... Das ist kein gültiges Ziel. Wir müssen erst noch wieder unsere Waffe ablegen. Versucht es hier nicht! So, hier auch nochmal einmal drauf. Und es steht 19 zu 15. Okay, er muss Karten ziehen. Auf zum Schlachtfest. Okay, wir haben 10. 5, 7 reicht. Wenn er jetzt nichts von uns... Ja, bringt ihm trotzdem gut nichts. Gut gespielt. Ja? Gut gespielt. Du hast auch gut gespielt. Mir gefällt euch das! Sollen wir noch irgendwelche Kacke machen? Ja, komm. Wir machen einfach das Ende. Das Spiel ging eh schon lange nicht. So, ja, heute ausnahmsweise mal ein langes Spiel. Wir bekommen nicht mal den Level ab, aber macht nichts. Wir sind durch mit der Runde, endlich nach hier einer Viertelstunde. Ich hasse lange Spiele. Aber nichtsdestotrotz danke ich euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wenn ihr noch Empfehlungen habt, wie wir das Deck verbessern können, schreibt diese bitte in die Kommentare. Gebt einen Like, tut was ihr wollt. Und dann sehen wir uns zur nächsten Runde. Bis dann, ciao, ciao.